Yes, ja, what's up, Jong? Mein Name ist Ease und das ist Ease TV. Das ist die erste Footage von den in HD Qualified Chandi 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 Awetara. Nein, ich joke. Das ist Ease TV und das ist die erste Folge. Und was ich euch zeigen will, ist basically mein Life und was ich mache und wo ich überall hingehe und all diesen crazy shit. International! Ich bin Namibianer, geboren in Namibia. Namibia ist südwestliches Afrika, also Südwestafrika. So, das sieht vielleicht ein bisschen grün und sowas im Background aus, aber das ist mitten in der Wüste. Ich zeige euch hier mal ganz kurz, wo ich genau bin. Danke an Google Maps. Und ich mache eine Musikart, die heißt Kwaito-Musik. Was ist Kwaito-Musik? Ist eine Musikart, die ist vor 20 Jahren ungefähr in den Slums, im Ghetto von Soweto entstanden. Das war so eine Anti-Apartheid-Musik und sehr tanzlastig. So, all die alten Keyboards, die in Europa und Amerika weggeschmissen wurden, die haben wir hier in Afrika gekriegt und haben unsere eigenen Sounds da drauf gebaut. Das heißt, so die alten Hausplatten haben wir ein bisschen langsamer hier abgespielt und haben dann Bongos drauf gemacht und so. Also jetzt nicht, don't worry, Kwaito ist jetzt keine so traditionelle Musik. Das ist unsere Popmusik hier. So, und die geht schon ziemlich ab. Awe. Jetzt bin ich gerade hier in einem Pool und introduce diese ganze neue Ease TV Reality Show, weil ich bin zu vielen TV-Stations gegangen und sage, okay, wollt ihr nicht ein bisschen mich followen mit Kamera und ich zeige euch ein bisschen, wie mein Lifestyle hier ist in Namibia, was man alles machen kann, wie nice das ist. Die Language, die ich rede, ist manchmal ein bisschen anders, heißt Namslang und so weiter und so weiter. So, und alle Stations haben gesagt, nee, ah, weiß ich nicht, sagt, ist vielleicht nicht so interesting. Und habe ich jetzt beschlossen, weißt du was? Fuck euch alle. Also in a good way, ne? Wenn ihr das nicht machen wollt, macht den Shit einfach selber. Ich nehme eine Kamera und filme den Shit einfach nicht selber. Und wenn ihr jetzt gerade denkt, what the fuck ist hier passiert? Hier hat mich ein Nashorn-Attack mit einem Leopard gerasselt. Das sind jetzt keine Love Bites oder sowas. Ich wurde von einer Spinne gebissen, als ich letzte Woche zu Hause geschlafen habe, da irgendwo. Irgendwo im Busch oder was weiß ich, wo die mich gebissen hat. Und gestern wurde ich nochmal gebissen hier. Also, wie ihr seht, in Afrika ist eine rough neighborhood hier. Also Afrika ist nichts für Sissies. Und deswegen werde ich auch viele Videos machen, wo ihr sehen könnt, wie wir Kapkobras Schlangen fangen oder wie wir, ich weiß nicht, jagen gehen oder all diesen ganzen Shit. Wo immer ich bin, drehe ich irgendwas. So, dann könnt ihr, seid immer entertained und ihr könnt dann, ja, den Shit nicht checken. Wenn ihr mal Fragen habt und denkt, okay, Ease, wer genau bist du und warum der Fox soll ich deine Videos checken und warum hast du so viel Sonnenbrille an oder warum, also irgend so ein Stuff, schreibt nicht in die Comments. Ich bin ein Aoki, der ist nicht negativ. Ich versuche auch in meiner Musik ein bisschen mehr das Positive zu transportieren, weil Negativität zu transportieren ist so bloody easy. Das kann jeder. So, lass uns doch mal ein bisschen mehr positiv sein. Auch diesen ganzen Stuff, den ich online gesehen habe, von Videos von sehr vielen Hip-Hopper, vor allen Dingen in Deutschland und Österreich und so eine Plecke. Yeah, da sind die negativ. Seriously? Ist das wirklich so, dass die deutschen People diesen Stuff liken? Weil wenn die den liken, sorry Boys, kein Hate oder so, aber ich sehe keine Future mehr für gute Musik für euch. Und genau deswegen bin ich hier und genau das will ich changen. So, lass uns mal ein bisschen diese Realness von Musik wieder zurückkommen. Auch bin ich Independent Artist, das heißt, ich habe kein Record Label, ich habe keinen Manager, kein all diesen ganzen whatever. Ich habe kein ganzes Team hinter mir. So, was immer ich mache, mache ich nicht selber. Ich cut den Shit selber und hau den Shit auch raus. So. Okay, shit in a good way, ne? Yes, ja. Yeah. Ich glaube nicht an Haters und so, ne? So, deswegen. Aber die Leute, die jetzt wirklich sagen, wir wollen mal haten auf den oder Anonymous, also einfach so Comments lassen, die nicht so cool sind, lasst den Shit, come on. Also nicht eure Energie verschwenden, weil es ist heavy Energie verschwenden, wenn man etwas hasst oder nicht so liked, das dann auch noch so zu verbreiten. So,
lass das nicht. Ich gehe den Shit anyway ignorieren, weil ich worry fuck all. So, deswegen, sorry, Mann, wenn ich so viel Namslag rede. Aber das bin nicht ich. So, wenn ihr mal Wörter hört, die ihr nicht versteht, das ist Namslang. Das ist diese Sprache, die wir hier in Namibia reden. So, wir sind so basically die vergessenen Deutschen. Vor 120 Jahren oder was war Namibia mal eine deutsche Kolonie. Und da sind ganz viele Deutsche ausgewandert, oder nicht so viele. Heutzutage sind wir nur noch so maybe so 20.000 Deutsche hier. So, viele sagen auch, wir sind die vergessenen Deutschen. Aber wegen Technology kann man ja heutzutage auch unsere Geschichte hier ein bisschen erklären und erzählen. Und deswegen mache ich genau das. Ey, meine Hände werden schon so wie diese Oma-Hände. Denk ich muss aus dem Pool raus, ja. Wenn immer ich dieses Zeichen mache, okay, das ist das East Hand Sign, der Name Flavor Hand Sign, weil Namibia sieht so aus, wenn man das so hier oben abschneidet, okay? Namibia, so sieht unsere Landkarte aus, Namibia. So, das ist basically nicht, was ich repräsente. So wie die Hip-Hopper ihren Shit haben, haben wir Kwaito-Leute auch unseren Shit. Nur wir Kwaito-Okis sind nicht so aggressiv wie diese Hip-Hopper. Oder sagen wir so, wannabe aggressive, okay? Wir liken keine Violence und so ein Shit. Wir liken Tanzen. Okay, Ogis, that's it. Das ist die Introduction to East TV. Ich hoffe, ihr geht den Shandy liken. Wenn nicht, so what? Mir ist wichtig, wenn ihr meine Videos checkt, dass ihr diese Footage nicht enjoyt. Und ganz viel lacht und nicht hatet. Und eine neue Sprache lernt. Und aufhört, diese V-Neck-T-Shirts zu tragen. Und damit ihr nicht noch eine Folge verpasst von diesem ganzen Shit, dann abonniert nicht hier unten, weil hier kann man, wirst du nichts mehr verpassen von diesen ganzen Videos, die ich hier reue. Wenn das manchmal ein bisschen shaky sind, meine Videos, sorry, aber ich habe keinen Kameramann. Ich muss das mal hier mit diesen zwei Händen operieren. Okay, Ogis, check euch und enjoyt die Footage. Spreadet die News. East TV going international. I will. Ciao.